Willkommen wieder auf unserem Channel. Ich weiß nicht, wie ich mir da hinsetzen soll, weil wieder eine Persönlichkeit heute hier. Also ich bin so nervös. Warum der Anzug? Um meine Minderwertigkeitskomplex zu verstecken. Oh, ich werde die Sprache nie lernen. Hallo, also Marie-Sophie. Hallo. Also man kann es nicht glauben, aber wenn man sie einfach so anschaut, normales nettes Mädel, also schönes Mädel von nebenan. Sie ist eine Background-Sängerin und Tänzerin von Anastasia zum Beispiel. Die ist auf internationalen Bühnen, hat überall getanzt. Hier in der Infobox könnt ihr einfach lesen und mehr Informationen von ihr noch erhalten. Und jetzt haben wir hier bei mir im Channel live. Und die erste Frage lautet: Was ist für dich dauerhafte Motivation? Wie motivierst du dich dauerhaft? Das Wichtigste ist, dass ich jeden Tag irgendwie nachdenke, was ich machen kann, was mich irgendwann in der Zukunft einmal stolz macht, dass ich jetzt heute was gemacht habe, was später für mich wichtig ist. Also verstehe ich nicht. Jeden Tag irgendwas machen, wo dein Zukunfts-Ich dankbar dafür ist, dass du das gemacht hast. Also wie auf der Couch sitzen und Schokolade essen zum Beispiel, da was, genau. Da, was ich tue. Genau, weil wenn du das einen Monat jeden Tag machst, dann wirst du in einem Jahr oder in dem so dunkel wie ich, oder? Sehr zufrieden sein. Ja, genau. Also wenn ich jeden Tag Schokolade esse auf der Couch, dann wird man so dunkel wie ich. Genau. Wird ja schon Bescheid. Muss man könnt ihr euch dunkle Schokolade essen. Genau, dunkle Schokolade, dann kann man sich viel sparen. Und vor allem kann man sich Solariumkosten sparen. Okay, sehr gut. Also wir könnten uns irgendwie so vorstellen, die Leute in unserem Channel. Sehr gut. Die zweite Frage lautet, welche war für dich den schlimmsten Job, den du jemals gemacht hast? Der schlimmste Job, den ich jemals gemacht habe, der ist gar nicht so lange her. Das war vor einem halben Jahr auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten. Okay. Als Teil des Show-Ensembles und als Tanzlehrerin. Jetzt nicht, weil das Show-Ensemble so schlimm war oder weil die Shows so schlimm waren oder so oder weil es so anstrengend war, sondern einfach, weil der mentale Druck von unseren Chefs und die Erwartungen, die die gehabt haben, so hoch waren und so stark waren und sehr viel Unehrlichkeit passiert ist. Und deswegen habe ich mich da einfach nicht zurechtgefunden in dem Gefüge. Okay, also falls die manche sich anschauen, die wissen, wovon die Rede ist, bitte etwa runter mit der Anforderung und mit dem Druck, ne? Weil nicht vergessen, der Druck wird immer nach unten gemacht, aber wir unten, die Leute, die da unten sind, dann leiden auch noch darunter. Sehr schön. Die dritte Frage lautet, deine Figur ist perfekt, ihr seht das nicht, ich aber. Wann sündest du? Also von Sünde, also irgendwas zu essen, das nicht erlaubt ist, oder du hast noch nie gesündet? Also wie ist es bei dir so? Weil ich sünde fast jeden Abend, also Schokolade hier, Schokolade da, so dunkel. Wie ist es bei dir? Wie schaffst du das, eine perfekte Ernährung zu haben? Also ich glaube, die Ernährung ist eigentlich nur dann perfekt, wenn es einem selber dabei gut geht. Und ich finde, wenn man ständig zu sich sagt, du darfst es nicht essen, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, dann kann man eigentlich nicht zufrieden und glücklich sein und es kann dir nicht gut gehen. Deswegen finde ich, wenn man das Gefühl hat, okay, man hat jetzt was geleistet, man hat sich ein Stück dunkle Schokolade verdient, dann darf man die ruhig essen. Und ich habe jetzt im Moment ein Tiramisu gegessen. Also gesündet. Ja, gesündet. Gesündet, ja. Mir geht es nicht schlecht dabei. Warten wir 2 Monate, gell? Dann schauen wir mal. Genau. So, jetzt darfst du mit der Fantasie ein bisschen spielen. Wenn du das Wort Erfolg hörst, welche Persönlichkeit, tote Persönlichkeit, kommt dir in den Sinn? Welche tote Persönlichkeit? Tote Persönlichkeit, also Marilyn Monroe oder... Ne. Eine sehr schwierige Frage. Ich weiß, so ist es in unserem Channel. Wir stellen nicht so einfache Fragen. Ne? Du hast 5 Sekunden Zeit zum Nachdenken. Das wird nicht reichen. Tote Persönlichkeit. Okay, wir machen es leichter. Ja, an eine Persönlichkeit, egal ob die Person tot oder tot ist oder nicht.
trotzdem schwierig. Okay, wenn du das Wort Erfolg denkst, natürlich denkst du an mich, ne? Dauerhafte Motivation. Woran denkst du, wenn du an das Wort Erfolg denkst? Oder wenn du das Wort siehst? Ich mache mir Gedanken über die Definition von Erfolg, weil Erfolg kann sein, dass es einem gut geht, dass man glücklich ist oder dass man viel Geld hat. Oder es kommt halt darauf an, was jemanden glücklich macht. Also für mich ist, glaube ich, Erfolg der Moment, wo ich mir selber die Frage stelle, wenn ich jetzt alles, was ich wollen würde, ändern könnte, was würdest du dann ändern? Und wenn mir keine Antwort auf die Frage einfällt, weil eigentlich alles perfekt ist, dann bin ich vollkommen glücklich und dann ist eigentlich das irgendwo Erfolg. Also ich glaube, wir haben einen Haufen hier Philosophen hier im Channel. Okay, alles klar, ich werde drüber nachdenken und schauen, ob mein Erfolg mich glücklich macht. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, jeder Tag sollte so ein bisschen Erfolg mit sich bringen, weil dann... Und Schokolade. Und Schokolade, ja. Okay. Alles klar. Dann vielen Dank für deine Dankeschön. Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Danke.